Sehr nice. So. Sanity 0. Kein Wunder, die permanent am Handen war. Ich hab grundsätzlich sowieso Sanity immer auf 0. Egal, was ich mache heute. So, wo ist Katzi eigentlich hin? Wer? Oh Gott. Ich muss mir eben wieder In-Game Voice wegmachen. Die Katzi. Du hast doch eine Katzi. Ach so, die ist schon länger weg. Oh Mann. So, wir könnten nochmal das Camp Woodwind machen. Das hat nur 11 Räume, steht hier. Ich weiß, wie groß das ist, aber dann nur, wenn Fabian mitspielen darf. Ich gehe da nicht hin, Ach so, sonst ist das so weitläufig dann, oder? ja, das ist ziemlich weitläufig. Okay. Es ist ja draußen, weißt du? Ja, ich Und kenne die der, Maps doch nicht. die Zimmer, die dir angezeigt werden, bei dem einen, das sind ja, da ist noch ein Haus mit bei der einen Karte. Ah, okay. Also sowohl Camp als auch noch ein Haus mit 3 Stockwerken. Hey, beim Camp? Ein Haus mit 3 Stockwerken? Ach so, nee, die Maple Lodge Campsite, das ist die mit 3 Stockwerken. Ah, okay, gut. Also dann lieber was Kleineres, sagst du. Grafton Farmhouse, Richview Court. Was sieht denn schön aus? Wo würde ich denn gerne einziehen wollen? Richview Court, 3 Stockwerke? Obwohl, wir hatten jetzt auch schon 2, also es geht eigentlich. Immer mal hier. Da waren wir gerade, Hase. Hä, Hast Richview gehört? Court? Ja, Waren wir da jetzt waren wir gerade? gerade. Hä, ich Ja, da dachte, wir waren wir wären. jetzt gerade. Ach Nee, so, nee. ich. Ach so, ich hatte Tanglewood Drive vorhin ausgewählt, aber du Und hattest ich das dieses. andere, genau. Dann hat er einfach eins Ah. davon genommen. Ah. Okay. Jetzt verstehe ich das. Okay, so, pass auf. Hier, bam, bam. Ich knall rein. So, hier, gib ihm. Blinker links und ab damit. Was brauchen wir denn? Licklicht ist drin, sehr typisch starke Taschenlampen, Sanity-Pillen, Geisterbox, Geisterbuch haben wir eins, Ach ja, Fotoapparat. stimmt, ich sollte auch mal was einkaufen. So ein bisschen zumindest. Ich hole Schon. nochmal eben Räucherstäbchen und Feuerzeug. Das packe ich auch direkt rein. Ich hole. Ach, scheiße, ich hab 29 Dollar. Ein Thermometer kostet 30 Oh nein. Dollar. Thermometer. Schokolade. Ja! Schoko Thermometer. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Das ist weird. Hauptsache, wir haben 4 von 4 Sanity Pillen dabei. Hauptsache Pillen. Drogen. Der Rest ist egal. Hauptsache die Pillen. Okay. Wir haben keinen Kruzifix dabei. Ich glaube, ich hole nochmal eben Kruzifix. Kostet 30. Der Kruzifix. So. Ja. Wird schon. Da wird schon. Verschwinden die Bus mal kurz auf Toilette, ja? Ich bin sofort wieder da. Okay, alles klar. Nochmal hier ein bisschen durch die Lobby. Huch, ach, die ist wieder fliegen. Ich glaub, Dusi ist selbst ein Geist. Und sonst so haben wir natürlich mal ein bisschen Gelegenheit, hier mit dem Chat zu quatschen. Kurze Pinkelpause. Auf YouTube läuft er natürlich durch, deswegen hallo YouTube bei der Gelegenheit. Wie geht's euch so? Was haltet ihr bisher vom neuen Update? Also das Spielprinzip als solches ist natürlich immer noch gleich, aber sind ein paar coole Maps dabei, finde ich. Und hier die Lobby, ne, auch neu gemacht, ist auch nice. So eine alte Fabrikhalle, glaube ich, finde ich so vom Stil her. Hier fährt dann der LKW mal direkt ran. So eine Laderampe. Ich würde hier gerne rein. Kann man hier eigentlich rein? Nee. Seht ihr das? Oh mein Gott, wie eklig. Da steht einer und wabbelt. Oh Gott. Alter.
So, coming soon, coming soon. Okay, hier wird noch ein bisschen was reingepatcht. Ich verstehe. Früher hatte ich einer da angesprungen. Was? Also so gegen die Scheibe gesprungen? Oder wie meinst du? War zu dunkel? Ja, man hat's. Ich habe selber auch nicht so gut erkannt. Also hier, da sieht man das da hinten, wie da mit dem Cursor, wie die da am Wabbeln ist. So an den Türschlitz. Ach so, ja, das weiß ich. Das, hier, da hast du hier so durch den Türschlitz geguckt, das war aber noch in der anderen Karte. So. Dusi, komm mal bitte hierher. Ja, wohin? Was? Hier. Wo, hallo? Guck mal bitte durch diese Tür so. Auf keinen Fall. In diesem Winkel. Nee, da springt dich nichts an. Alles gut, da ist kein Jumpscare. Lüg doch nicht. Nein, wirklich, ich schwöre, da ist kein Jumpscare. Aber du kannst auch von hier schon gucken. Da steht so eine und die wabbelt die ganze Zeit so eklig. Siehst du das? Ja. Ist voll eklig. Und die steht da und, weißt du, wie in diesen Horrorfilmen, wo die einfach so mit dem Gesicht zur Wand stehen und da so ganz komische Zuckungen machen und so weiter. Und du, da kommt wirklich kein Sound oder so? Nein, guck mal, ich stehe selber hier und... Ja, aber ich habe deinen Stream ja gemutet. Ja, alles gut, du kannst meinen Chat, schreib mal lieber Chat, kam da jetzt gerade ein Sound? Damit die Dusi sich da wieder ein bisschen sicherer fühlt. Weil das ist voll creepy, dass die da drin steht. Ja, echt, ne? Das ist so eklig, einfach wie die da steht und so am Rumwabbeln ist. Okay, jetzt hat's die Luna auch gesehen, alles klar. Oh, das ist schon. Das ist eklig. Sowas möchte man doch bestimmt gerne zu Hause haben, oder? Im New Office. So. Also, ich hab's schon auf bereit gemacht. So, erscheinen ist auch okay. Wo alles begann. Der Einfluss von Lila und mir wirkt langsam. Gell? Ach du, das ist, ich hab schon so viele Sessions mit der Chi aufgenommen, das ist kein Thema. Unser erster Bericht über etwas Paranormales kam von hier. Es ist zwar klein, aber es bewahrt mehr Geheimnisse, als man anfangs zu glauben vermag. Elizabeth Thompson reagiert auf Einzelpersonen. Ich nehme die Räucherstäbchen und eine Taschenlampe. Ich nehme hier den Voice Recorder mal mit und EMF wäre ganz gut, weil wir müssen ja den Raum finden. Was hast du jetzt mitgenommen? Genau. Räucherstäbchen? Ja, warte, ich nehme erstmal. Ich nehme EMF, ist okay. Die Räucherstäbchen liegen auf dem Schreibtisch, ich nehme noch was anderes mit. Hier, sonst nimm das Buch. Was hattest du noch? Das Buch, sonst nimm das Buch. Hattest du noch. Ja, aber hattest du ein Thermometer? Nee, ich hab die Sprachbox. Die Geisterbox. Hä? Ach so, dann hast du keins eingesteckt, okay. Dann nehme ich das Buch. Aber wir müssen auch ein Foto vom Geist machen, ich lasse das Buch auch nochmal da. So. Was ist denn wieder? So, vielleicht ist mal. So, also, Dusi, wir müssen alleine rumlaufen. Der Geist reagiert nur auf Einzelpersonen. Knochen findest, sag mal Bescheid, ja? Also momentan ist hier sowas von tote Hose. Ich habe nicht mal 2 Punkte auf den EMF. 0. Ich geh mal in den Keller. Mach mal den Strom an, genau. Achso, ja stimmt, hier ist ja... Mach dich mal nützlich. Ich bin gleich nützlich. So. Hier ist echt null. Also,
Auf EMF reagiert der Geist wirklich gar nicht. Ja, ja, das kann auch erst noch kommen. Oh, hier ist ein Knochen. Ah, cool. Also ich bin jetzt in allen Räumen gewesen und das EMF ist null ausgeschlagen. Ich lasse das mal hier in der Mitte liegen. Oh, Tarotkarten, Tarotkarten. Soll ich wieder machen? Ich mach mal. Okay. Wheel of Fortune in Rot. Das heißt, wenn das Sanity sinkt. Das Rad des Schicksals, alles klar. The Hermit? Warte, ich muss das mal noch mal ganz kurz nachschauen. Der Hermit ist doch der Eremit gewesen, oder nicht? Ja, ich weiß nur nicht, was der bei Phasmo macht. Das muss ich kurz nachlesen. Bist du da? Sprich mit uns. Gib uns ein Zeichen. Die letzte Karte, die ich gezogen habe, zwingt den Geist zurück in seinen Raum und hält ihn dort fest für eine Minute. Na gut, wäre natürlich zu wissen, wo der Raum ist. Gibt's hier einen oben? Nee, ne? Nee, nur einen unten. Bist du da? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Oh oh. Tja. Ist sie schon weg? Oh nein, du sie. Oh Alter! Ich hab grad dieses Bild nur gesehen. Oh. Nein, du sie! Was, jetzt schon? Oh Alter! Was war das denn so? Was zur Hölle? Was war das denn jetzt? Dieses... Das ist eine Geister-Action. Einfach. Aber die erschrecken dich damit halt. Oh Gott. Hey, es ist doch... Die Kamera liegt irgendwo bei der Couch. Du kannst auch Geld verdienen, indem du meine Leiche fotografierst. Okay, ich gehe da nochmal eben rein. Alter, warum so schnell? Was geht mit denen? Das lag an mir mit den Tarotkarten, deshalb bin ich gestorben. Ach so. Okay, warte mal. Schieß ein Foto vom Geist, reinige im Bereich der Nähe des Geistes mit dem Räucherstäbchen. Die hattest du mitgenommen. Ah nee, Räucherstäbchen sind hier. Warte mal. Nimm die mal mit. Ja, das Problem ist nur, dass ich auch ein Feuerzeug hatte. Du musst dahin gehen, wo ich gestorben bin, weil da meine Sachen liegen, in der Küche hinten. Okay, aber das Feuerzeug hast du dann gedroppt, logischerweise. Ja, ja, du droppst dann das, was du mit hast. Ich reinige einfach mal den Bereich da hinten bei dir, in der Hoffnung, dass der Geist dort vielleicht ist. Da liegt ein Teller. Da ist eine Taschenlampe. Ja. Alter. Oh nein. Was? Oh. Was ist das denn für ein Bild? Was war gerade für eine kleine Sequenz? Das hast du immer, aber dann ist das hast du immer? Ein Poltergeist. Ja, wie gesagt, das hast du immer. Ja. Aber nur, wenn du halt in dem Moment auch in die richtige Richtung schaust, wenn du stirbst. So, okay. Hey, $77 haben wir bekommen, was? Ach so, ja, Versicherung. Ja, weil ich so viel noch reingeschmissen habe. Ja, klar. Ja, und ich hab 48 bekommen. Das ist, Oh Gott, aber ja, warum war die denn jetzt so schnell? Ich meine, wir haben ja noch nicht mal wirklich was angefangen. Weißt du, vorhin auf der anderen Map hat das ewig gedauert. Die hat sich mal gehuntet und nie ist was passiert. Und jetzt hier innerhalb von 5 Minuten, zack, zack, död. Schon, wow. Schon, Manchmal bist du Hund, manchmal bist du Baum. Irox, das ist anders.
du musst das so sagen. Manche Leute, wie war's mal? Warte. Ja, wie ging das denn jetzt nochmal? Interessant, erzähl mir mehr. Ja, warte, das war, ah, scheiße. Das war so ein cooler Spruch. Ich glaube, das war irgendwie von wegen... Ich komm nicht drauf. Ist vielleicht auch einfach zu spät. Vielleicht habe ich das... Meine Sanity ist einfach down. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe 0% Sanity. Ich darf das. Brainlag, ja, sowas von. Vor allem, ich hab's auf der Zunge, aber ich komm grad nicht drauf. Ja, macht euch doch alle lustig über mein 0% Sanity. Ein Gehirnfurz. Ja, sollen wir den Fabi dazu holen? Oder erst Pro-Gamer, der carried uns. Der carried uns. Ja, von mir aus kann noch ein Ründchen dazukommen. Hat die Luna das jetzt auch runtergeladen? Hm? Ich bezweifle, dass die Luna das sich so schnell geholt hat. Ich sterbe als erstes. Nee, nee. Boah, ich muss meinen Sound hier wieder hochdrehen von Phasmus. Das nervt mich jetzt wie... Ich gar nicht drauf komme, wie es hieß. Mir fällt nur, mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär ein. Aber ansonsten. Also ich kenne nur irgendwie von wegen, sehe ich keine Gewähr, dass es richtig ist, von wegen, manche Leute sind, im Prinzip ist wie die Kacke auf der Windschutzscheibe. Manche Leute sind Kacke und manche sind die Windschutzscheibe. Irgendwie so, aber das nicht so, aber so ähnlich auf jeden Fall. Ist so ein bisschen wie von wegen, es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Also von daher. Ja. Achso, ich kann schon mal hier. Apropos, bin ich jetzt eigentlich der Lobbyführer hier? Oh, ich wollte. Man soll auch zu Ende schreiben, gell? So. Ja, macht Sinn. Mhm. Wie kann ich eigentlich, warte mal, Einladungscode kopieren? Ist der Einladungscode immer noch derselbe, den die Lila uns geschickt hat? Ach so, hier. Ja, ich habe ihm den schon geschickt. Ah, super. Sehr nice. Ich glaube, bei mir ist auch gerade ein Poltergeist. Ich höre nur irgendwie, wie hier irgendwas runterfällt und runterfliegt. Was muss ich denn anklicken? Vielleicht hast du ja doch Katzen. Nein, ich wohne alleine. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Vielleicht bist du ja nicht alleine nach Hause gekommen. Ich war heute gar nicht weg. Du brauchst den Passierschein A38, Igelrox. Ach ja, Asterix und Obelix. Ja, sie kennt es. Hallöchen. Nein, wunderschön. Hallo. Wunderschönen guten Abend. So, die Josi hatte, glaube ich, schon den Link geschickt, ne? Also den Code. Ja. Ich suche gerade das Spiel. Da. Oh, du bist so leise, Fabian. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Achso, warte, ja, ich kann mich auch näher vors Mikrofon setzen. Ja, das solltest du vielleicht. Ja, das hört sich gut an. Ist halt leider noch auf dem Tisch. Noch nicht so ein, wie nennt sich das? Kralle, oder wie ist das denn? Keine Ahnung. Die, ja, ich weiß, was du meinst. Diese ja. Arme. Genau. Diese Dinger da. Ah, ich weiß, was du meinst. Diese Dinger da, ja. Ständer? Das haben wir auch, ja? Ja. Also, ich hoffe, du hast Geld, Fabi. Ich weiß es nicht. Ja. Warte. Ich hab mal eben was
Ich muss mich selber mal erstmal zurechtfinden. Ich hole uns mal Taschenlampen. Kaufen, kaufen, kaufen. So, drei Taschenlampen. Dann sind wir nicht arm. Rede ich euch denn bei? Wie geht das denn jetzt hier? Ich weiß das gar nicht mehr. So wie vorher auch. Achso, ich muss erstmal jetzt nochmal bestätigen, ne? Ah. Ich wäre jetzt vollgefressen wieder da. Willkommen zurück, lieber Angel. Hallöchen. Bam Bam, das passt nicht. Merkst du das nicht? Ich hab dich echt lieb, aber das passt hier gerade nicht. Bam Bam, ist ein süßer Name. Ich mag Katzen. Katzen sind die besten Tiere der Welt. Ja. Gut, dass wir uns einig sind. Ihr gehört alle Leute draußen auf YouTube, Twitch etc. Ja? So. Angel, du darfst auch gerne beitreten. Angel hat ihre Farbe geändert. Angel ist jetzt lila. Angel war vorher bei mir auch schon lila. Bei mir war sie grün vorhin. Ich habe sie in meinem Chatbot ist sie grün, auf Twitch ist sie lila. Hm, komisch. So, ich vote jetzt für das Camp Woodwind. Ich will das Camp sehen. Starten wir mal kurz eine Runde ohne mich. Ich muss mal ganz kurz auf Cut, tatsächlich für 10 Minuten. Entschuldigung. Okay. Also ich bin nochmal sofort wieder da. Okay. Yes. Da musst du noch Ready drücken. Ja, aber dann noch nicht das Camp, oder? Ja, doch, wieso nicht? Nee, lass eine andere machen. Lass gleich mit Ding, mit Eagle Rocks zusammen. Okay. Wie du möchtest. Ich bin grün-blau. Grün-blau geschlagen, oder was? Oho. Ich glaube, das mag die Angel aber auch. So. Möchtest du auch noch eine andere Map voten? Nö. Ey, wenn jetzt das Camp kommt, ne? Aber warte mal, ich muss aber ja, hier... Okay, warte. Ich nehme aber mal eben wieder eine Taschenlampe raus. Jetzt alle rausgenommen? Hä? Das ist noch so weird einfach mit den Sachen. So, zwei. Hä? Jetzt hat er wieder drei. Zwei. Hinzufügen. Jetzt hat er zwei. Okay. Mensch, schlage ich andere grün-blau. Ah, so. Alles klar. Wie teuer? Oh, oh. Ja, stimmt, da kann man gut Geld mit verdienen, ne? So, ready. Weißt du, das ist eigentlich total bescheuert. Wenn Frauen das machen, können die Geld damit verdienen. Als Mann, wenn du Glück hast, dann ist er im Knast. Findet den Fehler. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Verträge. Dieses gemütliche Haus wird zu viel mehr als ein Heim für das Leben. Das Lebende. Ah, okay. Es gibt Verträge. Eheverträge, meinst du, oder? Nee, ich meine, ich denke mal, auch Frauen werden sich da absichern, dass sie nicht hinterher angezeigt werden. Ja, weil ich glaube, wenn du in eine solche, in solches Etablissement gehst, ja. Dann wirst du, glaube ich, im Vorfeld darüber aufgeklärt, was das ist und so weiter. Und ich glaube, dann hast du automatisch da schon hier, ne? Yes. So, ich nehme EMF und Voice-Ding wieder mit. Was brauchen wir denn? Guck mal, ich bin jetzt schon bei 98% Sanity gerade gewesen. Ja, das ist aber normal, diese leichten Schwankungen. Reinige den Bereich in den Räucherstäbchen, zeichne ein paar normale Geräusche mit dem Parabol-Mikrofon auf. Para. Haben wir nicht, das ist voll teuer. Ja, ist auch scheiße. Teure Sachen sind immer doof. Wir sind in der Haus. Hallo! Hallo, we are there. Oh, ich habe das Babyzimmer gefunden. Alter, wie viele Lampen hier.
über dir hängen. Oh, oh, oh. Komm mal runter. So, was ist da unten? Ich downloade gerade. Oh, die Luna downloadet gerade. Wo? Oh, oh, ja, also MF2. Wo bist du? Ach, da. Oh, das Ouija-Brett. Ne, da kannst du mich aber, kannst du mal vergessen. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Das habe ich schon mal gemacht. Da war ich tot. Moment. So. Hello. Hello, my name is... Hello. Hello, my name is... Der ist auch Held. Hallo? Hallo? Alles klar. Hallo? Bist du da? Ja. Nicht du, ich rede mit dem Brett. Mit dem Brett, ne? Nicht mit dem Geist, mit dem Brett. Bist du da? Hallo? Was haben wir hier? Ich check nicht, warum das nicht will. Du. So Hallo? Klebefliegefalle. Bist so viele. Du da? Vor allem, warum im Keller? Ist nicht der Führungskasten. Ist der nicht immer im Keller der Sicherungskasten? Muss nicht sein. Weil ich sehe hier im Keller auch keinen. Ja. Hier ist eine Garage. Der ist wahrscheinlich hier drin. Der Okay. Ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein. Ist er aber nicht. Doch. My bad. Ja, die Tür geht nicht auf. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Ach so, warte. Ach, da kam war alles da. Okay, hast du Sicherung angemacht? Yes. So, wo sind denn die Lichtschalter? Ja. Hast du es direkt wieder ausgemacht? Ja, eigentlich. Wo ist es? Ich soll noch was trinken. Ja, ich mach das gleich. Ort. So. Also EMF ist wieder hier nicht so wirklich am Happenen. Das höchste war 2 ganz am Eingang. Wahlzimmer. Wie ätzend muss das sein, wenn du auf dem Klo stirbst? Wie Badezimmer haben die denn? Gott, ich habe keine Lust, so viel Toiletten zu putzen. Der hat den Strom ausgemacht. Das Licht hier unten hat der Geist ausgemacht. Hm, das ist natürlich jetzt doof, ne? Ja, ich hab's wieder angemacht. Ha! Ja, es kann uns mal. Alter, die haben einfach in jedem Zimmer noch eine separate Toilette, Badezimmer mit dabei. Was geht bei denen? Okay, EMF ist nix. EMF ist tot. So, ich nutze die Kunst der Stunde mal eben und trink was. Hello? Hello? Ich sehe nur schwarz. Das sehe ich auch bei uns. Alles gut. Falls du Lichtverhältnisse meinst, das könnte leider an dir liegen, Angel. Wer starb? Oh, was? Was soll ich so? Alter! Boah! Du dämlicher Drecks! Das darf ich hier nicht aussprechen, sonst kriege ich Ärger. Boah, Alter! Weißt du, steht da, nichts passiert auf einmal, steht neben mir. Du rechnest da so überhaupt nicht mit. Aber kann das sein, dass der vielleicht hier ist? Wenn das hier passiert, das Geister-Event? Oder hat das nichts zu bedeuten? Nee, das hat nichts unbedingt was zu bedeuten. Oh, 0,9 Grad. Oh. Ja, da ist vielleicht... Und ich hatte ja hier vorne am Eingang die 2 EMF. Das ist zwar nicht viel.
Aber ich glaube... Hier drin ist es sehr kalt. 1,1, 0,1. Bist du da? Meine Zukunft. Bist du da? Sprich mit uns. Er hat mit uns gesprochen. Hast du das gehört? Was? Nein! Nein! Du sie! Nein! Du sie! Was hast du mit dem Ouija-Brett getan? Ich habe gar nichts getan, das hat nicht funktioniert. Hä, aber... Das ist, weil du mit dem gesprochen hast und er hat auf die Geisterbox reagiert. Aber warum stirbst du denn dann sofort? Das ist doch voll doof. Weil er mich erwischt hat. Ich find's so geil, wie man stirbt einfach so. Ah, okay, also Geisterbox reagiert ja auf jeden Fall drauf. Auch dann schon mal sehr unfreundlich reagiert er darauf. So, ich gehe da gleich mit dem Räucherstäbchen rein. Ja, es ist auch noch hier, sehr gut. Weißt du was, ich schnapp mir nochmal eben... Wir haben keine Sanity-Pillen? Hatten wir nicht vorhin vier Sanity-Pillen? Okay. Warte. Knöpfe. Hast du Knöpfe, die ich drücken kann? So. Also, Geisterbox. Achso, nee. X, das heißt... Kommt vor, okay. Ja, das, da bleibt doch gar nicht mehr so viel übrig. So, wie ging das nochmal mit dem Räucherstäbchen? Ich muss das Räucherstäbchen haben und dann Rechtsklick, oder? Du musst auch ein Feuerzeug haben. Ich hab's dabei, ja. Aber ich muss das ja nicht, ich muss ja den Räucherstäbchen ausrüsten. Ich weiß, die halten nur sehr, sehr kurz, deswegen frage ich vorher. Ja, du musst F drücken, wenn du die anmachen willst. F, okay, ich gehe rein. Alles klar, er hat mich. Oh Mann! Ich habe das Räucherstäbchen noch angemacht. Ich habe das Gefühl, er ist dann weggegangen erst wieder. Das ist alles Lilas Schuld, weil sie uns verlassen hat. Aber wir haben jetzt diese beiden Maps, hatten wir echt Schwein, dass die schnell die auch immer auftauchen. Ich finde das krass. Mhm. Aber gut, der Raum war, glaube ich, richtig. Okay. Ich sehe das Licht. Ja, das haben wir auch gesehen, Angel. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. So. Ist Fabi ready?